So Leute, ich wurde hergefahren und hier, guck mal. Hier. Richtig geil. Und hier, ich werde gleich mein Zelt aufbauen. Oh Scheiße, diese dreckige Leuchte ist schon wieder zu hell. Dieses Feuerholz oder wie das heißt. Das wird gebraten. Gesicht! Ach Scheiße, mein Gesicht verbrennt. Guck mal, nächster Tag ist angebrochen und mein Gehirn schwappt rum, weil ich habe den letzten Abend ganz viel Bier getrunken. Und hier vorne, wo die Decke liegt, da habe ich geschlafen heute Nacht. Ich bin da irgendwie eingepennt und habe irgendwie bis, es ist jetzt glaube ich 3:30 oder so, und ich habe so lange durchgeschlafen, neben dem Feuer. Und jetzt bin ich hier vollkommen allein. Hier vorne ist Autobahn, also da, wo diese ganzen vielen Fahrzeugen und LKWs und so weiter hier rumfahren und diese ganzen Abgase produzieren. Ich habe, glaube ich, heute noch keine Abgase gemacht, aber wenn das passieren sollte, dann auf jeden Fall mit ganz viel Bierschissgeruch. Guck mal hier, hier vorne ist dieser Haus, der kopfüber steht, weil das ist halt so. Der steht hier so rum. Also ich habe hier 3 Träger Bier gekauft von diesen Edeka. Und ich werde heute doch nicht draußen pennen, sondern bei einem Bekannten. Den habe ich vorhin aus Zufall getroffen. Der war auch beim letzten Lagerfeierabend auch mit dabei gewesen. Und der hat es mir angeboten und deswegen nehme ich den Angebot mal an. Und dann mache ich einen Bierabend bei Ihnen. So, hier, guck mal, ich bin bei Ihnen hier angekommen. Und ich werde heute bei Ihnen auf den Boden schlafen. Und deswegen gehen wir jetzt raus und treffen noch jemanden. Und dann gehen wir zu Ihnen erstmal hin. Und dann werden wir gemeinsam ganz viel Bier trinken. Guck mal, wir sind jetzt bei Ihnen hier gelandet. Und hier, wir trinken gerade Bier. In der Tat. Geprost. Und Wodka. Und Wodka-Mischung. Geprost. Ja. Ich habe hier einen Hügel irgendwie im Gesicht. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie in der letzten Nacht irgendwie aufs Maul gefallen, glaube ich. Das ist richtig geil. Guck mal, wir sitzen immer noch hier rum. Und trinken 9. Und guck mal, guckt euch mal mein Gesicht an, mein Kopf. Wenn ich jetzt meine beiden Hände hier benutze und das hier ganz weit zusammendrücke und noch weiter zusammendrücke, dann kann das passieren, dass meine ganzen Gehirnzellen aus meiner Nase rausspritzen. Und dass meine Kamera das macht. Deswegen drücke ich nicht weiter zusammen, weil dass diese Gefahr darauf besteht. Oh Gott, was für eine ekelhafte Corona-Schleuder. So, ich werde jetzt dieses Kartoffelsalat probieren. Und zu prüfen, wie viel Geschmack das hat.
Ich bin eingepennt. Ich bin jetzt schon wieder wach. Und mein Gesicht sieht komisch aus, glaube ich. Und meine Augen sind auch irgendwie rot. Aber jetzt werden wir erstmal darauf, dass ich hier gepennt habe, werden wir jetzt erstmal Bier trinken. Und Wodka. Und mein Gehirn, der fühlt sich so an, als ob der so richtig rumschwappt. Mit ganz viel Schmackes. Ich habe diese Nacht so richtig geschnarcht, mit ganz viel Lautstärke. Ja. Ich habe ihn die ganze Nacht richtig genervt, das fand ich cool. Er hier, er bringt mich nach Munster jetzt. So, ich werde jetzt von ihm hier gebracht, bis zum Munster. Er hat mich jetzt zum Bahnhof gebracht. Und zwar hier vorne ist dieser Munster Bahnhof. Und ich bedanke mich für die Hinreise. Ja, sehr gerne.